Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zur Jagged Alliance 3. Wir sind in Fort Brigand und haben den Colonel getötet und jetzt kommen hier noch 20 ungefähr Leute auf uns zu und haben richtig Bock uns zu vermöbeln. Da müssen wir erstmal klar machen, läuft so nicht. How can I assist? So, steh doch auf. Ah, das macht keinen Unterschied. Ja, Barry hat irgendwie eine Schockfalle gefasst. Das war ein bisschen unglücklich. Ich will mich eigentlich hinlegen, glaube ich, ne? Auf der Leiter geht das wieder nicht. Going there? You mean right now? Ganz genau. So, dann gehen wir einmal dort in Deckung. Yes? Wir warten ja einfach am Fuß der Leiter. Going right now. Taking cover. Live wire here. All right, I'm going. So, da haben wir es ja alle geschafft. Don't let them take another one of us. Mal sehen, wo die sich da überall verschanzen werden. Aber wenigstens sind die jetzt in der richtigen Richtung unterwegs mal. Das war Michael hier. Bisschen ein Trauerspiel mit der KI. Coming undetectable. Good ambush position. So, ihr seid hier schon ein bisschen dicht. It's me, Thor. I am one with my gun. Na, den hier vorne können wir gar nicht sehen. Ist sehr, sehr schade. Bei ihm sehen wir den Kopf nicht. Be the bullet. They must have acquired some really bad karma. I am awake and alive, and they are not. Thor ist gar nicht mehr verborgen. Na, warum denn nicht? What? So, dann kommt schon mal niemand die Treppe hier hoch, ohne beschossen zu werden. How can I assist? So, Barry macht sich ein bisschen unsichtbar. Ist ja okay. Good odds of killing enemy without detection. Oh ja, wirklich. Er lebt noch. That hurt. Ready to do stuff. Ja, lauf mal. Am besten hier hoch nämlich. I guess. Hopp, hopp, hopp. Bewegung. Moving to position. Going undercover.
So, schaffst du es auch bis hier hoch? Perfekt. Fine. Ja, voll genervt. Okay. Renn ich halt in Sicherheit. Ach, das ist ein Schlingel. So hat er sich das gedacht. Schuss. Take positions and get ready. Das war ja wohl frech. Aber Thor ist halt auch nicht unsichtbar. Presently in attendance. So, du kannst dich nicht unsichtbar machen, aber du kannst auf jemanden schießen. This is no problem. Das sagt sie immer und jedes Mal funktioniert es nicht. Komm. Weg, Crit, weg, tot. Nee. Kriegen wir einen Nachschuss hin? Wir kriegen keinen Nachschuss What? Hin. How can I assist? Ready to do stuff. So, du siehst nämlich nur den einen. Oh, I actually managed to sneak up on someone. Cool. Ja, Körpertreffer reicht. So nämlich. Kannst du dich jetzt unsichtbar machen? Nope. Yes? So, wen sehen wir denn? Da hinten. Unaware target. Diesen Speer, der ist auch schon ein bisschen verletzt. Ne, unverletzt steht da. That one went down nice and quiet. Livewire here. I am so, du kannst dich erstmal unsichtbar machen. Going. Still undetected. Das sollte hoffentlich auch den Beschuss reduzieren. So, falls er darüber kommt. I will cleanse the battlefield of evil energy. What? Dann wird er direkt unter Feuer genommen. Taking cover. I will try to remain hidden. Ja, das wäre voll gut, wenn dir das wirklich gelingen würde. Nachladen? Ja, kommt. Aber was ist denn jetzt schon wieder? Rennen die wieder in die falsche Richtung? Nee. Die wollen vielleicht nur nicht unbedingt alle gleichzeitig erschossen werden. Ja, nein, was? Glory to Gretchen! Außer Reichweite. Hat auf Livewire geschossen. Und da kommt direkt der Schuss zurück. Observe. When sneaks up. Na komm, Livewire. Der gehört dir. I think I can do this. Voll enthusiastisch immer. Look out! Good for you. You should be proud of yourself. Ready. Going. I am seeking cover. So, der Rest sieht they nichts. Hear nothing but the wind. Ja, keine Ahnung. Da wird ja erstmal keiner hinrennen. Ne? So dumm sind die ja dann vielleicht auch nicht. Ist da drin einer? Keine Ahnung. I will watch over this noch area. Nicht, aber die sind noch ein Haus dahinter. Wo ist denn der Rest eigentlich? Links von uns müssten doch noch Dutzende sein. Der rennt schon wieder ganz woanders hin. Ja, hier die. Was denn mit denen? Repositioning. Hä? Ich renne jetzt schon wieder in die falsche Richtung. Habe ich die wieder kaputt gemacht? Ich dachte, hier drüben zwischen den Containern müssten noch so 5 oder so sein. They cannot hit what they cannot see.
If you need me, I'll just be here. Okay. Trying to be quiet. What do you want? Ready. Get to your positions! Oh nee, die hängen jetzt wieder, ne? Das heißt, wir müssen die holen gehen. Ja, die rennen hier wieder komplett in die falsche Richtung. Sobald die nicht wissen, wo unsere Jungs und Mädels sind, sind sie komplett aufgeschmissen. Hide and shoot, that is my game. This is always the best way to do things. What? Moving. So, dann gehen wir noch mal vor. Nehmen diesmal aber Leute mit. Ich habe keinen Bock, dann wieder zurückzurennen. I will try to become hard to see. I will move silently. I was never good at hide and seek. Wie weit kommst denn du? Nee, nicht so weit. Trying to be quiet. Taking cover! Repositioning. Die rennen echt weg. Och, sind das ein paar Lappen, ey. Moving quietly. Also hier kommen wir aber auch nicht so leicht hoch, ne? Ich würde das ja echt gern von oben regeln. Moving quietly. Better to go unnoticed, yeah? Ja. They cannot hit what they cannot see. Er schafft es echt nicht runter. Schade. If you are quiet in your mind, you are quiet in your body. So, die beiden zu bewegen dauert halt immer richtig lange, weil die keine Gratisbewegung haben. One sneaks up on the enemy like so. To your positions. Ja, wenn die wüssten, wo die sind. Quietly. Going. Still undetected. Ready. Moving. Hide and shoot. That is my game. This is always the best way to do things. Trying to be quiet. I like to go barefoot whenever I can. Quiet and efficient. Na, vielleicht könnte Bunz auch mal nachladen zwischendurch. I do not know what it is, but we should probably take it just in case we need it. Oh, jetzt bewegen die sich. Und wir haben alle nachgeladen. Observe. One sneaks up on the enemy like so. Okay. Better to go unnoticed, yeah? Never good at hide and seek. I will try to become hard to see. They will hear nothing but the wind. If you are quiet in your mind, you are quiet in your body.
Enemy sighted. Was? Hat er doch jemanden gesehen? Naja, kann man nichts machen. Hast du schon gesehen? Nee. I much prefer combat like this. Wen hat er denn gesehen? Es sind alle noch verbogen. Verborgen. Alter. Komplett verbogen sind die. Verborgen. Center yourself. Breathe. Let the negative energy flow away from you. Ja, keine Ahnung, wen er gesehen hat. Ready. Aiming. Ist jetzt auch egal, er kann es niemandem mehr mitteilen. We are losing people. Maintain discipline. Das ist komplett richtig. Taking cover. Going. Still undetected. Ich habe gehört, das sind eh alles Lappen. Better to go unnoticed, yeah? Genau, immer dahin stellen, wo gerade einer erschossen wurde. Das ist der sicherste Ort auf dem ganzen Schlachtfeld. Yes. Denn Kugeln schlagen ja, wie jeder weiß, nicht zweimal am selben Ort ein. Decent chance, given they don't see me. Na, ich weiß nicht. Wir versuchen es trotzdem mal. Wir geben unserem Nachwuchs quasi eine Chance. Unaware target locked. Meld, got a casualty here. If you are quiet in your mind, you are quiet in your body. Das war bestimmt sein bester Freund. Observe and sneaks up on the enemy like so. Time to take cover. They cannot hit what they cannot see. How can I assist? I was never good at hiding. We cannot afford failure. Get it together. Hat er eine Ahnung, wo wir sind? Yes. Better to go unnoticed, yeah? It's an easy shot to make from cover. Na dann los. Honestly, I don't understand the point of not hiding. Achso, kann ich jetzt eigentlich, wo wir gerade dabei sind? Wir sind ja nicht im Kampf, ne? Ich kann. Das ist ja frech. Nein, ich habe keinen Chip mehr. Ich dachte, ich hätte noch zwei. Aber dann hätte ich doch lieber das andere Ding genommen. Habe ich nicht noch einen Chip? No. Ah, shit. Okay, dann habe ich es falsch gemacht. Kann ich da laden? Es stellt sich heraus, dass ich kann. So, und dann basteln wir dir hier ein Fernrohr drauf, ein vernünftiges. So, und hierfür reicht es dann nicht mehr. Okay, also wir brauchen noch einen Chip. Better to go unnoticed, yeah? So, alle sind verborgen. Wunderbar. This is always the best way to do things. So, wir krabbeln mal hier hoch. Dann machen wir das hier von der Sandsackstellung aus am besten. Looking for stealth kill position. They cannot hit what they cannot see. Trying to be quiet. So, Livewire und MD bekommen Dips. Läufst du los? Trying to be quiet. Na, die sehen von da aus nichts. Ach, wie ärgerlich. Hide and shoot, that is my game.
will try to remain hidden. I will try to remain hidden. Ready. Quiet. I will try to become hard to see. Quiet and efficient. Observe. One sneaks up on the enemy like so. Hier hoch würde ich gern. Aber das geht nicht. Na schade. If you are quiet in your mind, you are quiet in your body. They cannot hit what they cannot see. Hide and shoot. That is my game. Honestly, I don't understand the point of not hiding. Hide and shoot. That is my game. So, dann gehört das vornehmlich gleich uns. Dann haben wir das schon mal erledigt. Better to go unnoticed, yeah? This is always the best way to do things. What? Moving. They will hear nothing but the wind. Quiet and efficient. How can I assist? So, wer darf denn heute? MD? I will try to remain hidden. Wer von euch schießt denn schlechter eigentlich? 77? 77, ja, die sind beide gleich gut. Okay, dann Livefeuer. Mach ihn fertig. So, damit. They cannot hit what they cannot see. Gehört das vor uns? Und wir haben eine E-Mail bekommen. Solchen Ausbruch, was da Neues? Virustest Patienten 0 im Camp Hope gefunden. Okay. Was denn mit dem Körner? Den müssten wir doch auch eigentlich, oder? Ja. Er ist tot. Hey, ich habe soeben vom Tod von Colonel Foucheux erfahren und es ist mir ein wenig peinlich zuzugeben, dass ich nichts als Erleichterung verspürt habe. Er ist ein sehr gefährlicher Mann. Ich weiß, dass er in der Armee viele Unterstützer hat. Wenn er nicht mehr da ist, um für Ärger zu sorgen, wird es um ein Vielfaches einfacher sein, dieses Elend zu richten und zu verhindern, dass Grand Chignon noch einmal im Chaos eines Bürgerkriegs versinkt. Darf ich euch darum bitten, euch schnellstmöglich um die Rettung meines Vaters zu bemühen? Ich mache mir solche Sorgen um ihn. Ich warte angespannt auf Neuigkeiten zu ihm. Gezeichnet Emma. Wow! 10 more halls like this and I'll bet I'll be able to pay off half my student loans. Würde ich nicht drauf wetten. Weil wir alles auseinandernehmen und zu Schrott verarbeiten. Ich frage mich, ob es auch ein anderes mögliches Ende gegeben hätte, wo der Colonel überlebt hätte. Da hätten wir ihn anklagen können, aber der hat ja das Feuer auf uns eröffnet. Hatte irgendwie nicht so richtig Bock, mit uns zu sprechen. Vielleicht hätten wir erst seine Männer erledigen können, weiß ich nicht. What an adorable little look! Let me pick it. I insist. Ja, bitte. Wie gut ist denn dein Dietrich noch? 35%. Haben wir noch Reserve dabei? Ne, inzwischen nämlich nicht mehr. Na, das ist schlecht. Livewire hier!
Das ist leichte Rüstung. Nee, mittlere Rüstung. Also das, was die beiden hier tragen. Okay, will do. Wahres Gerät, oh schön. Zwölftausend. Hello there. Okay. Heading out. Nehmen wir natürlich erstmal mit. Every journey begins with a single step. Dann schauen wir uns erstmal hier um. Alles verschlossen. Ist euer Ernst? Okay, wenn hier alles verschlossen ist, ne, bevor uns die Dietriche ausgehen. Presently in attendance. Gehen wir erstmal hier rüber. What has nature provided us? Und schauen uns das hier an. Livewire here. Okay. So, können wir die Falle hier enttarnen? Okay, die hat nur einmal ausgelöst, scheinbar. Okay. Als wenn echt alles verschlossen wäre. Achso, wir brauchen eine Brechstange. Ach, Quarki, komm. Let's see what we found. We could always use more meds. Oh, fantastische Wortwitze. Ich glaube. Führungsqualität? Ah, ne, können wir noch ein bisschen. Just got better. Ready. Wortwitze bin ich doch immer zu haben. Will do. Yes? We're on our way. Ach, hier gibt's so eine Stehtoiletten. Ja. Sexy. Sure, we'll get there. Geht's hier? Oh, da ist ein Kellerzugang. We should take a closer look at this. Da ist ein Kellerzugang. Presently in attendance. Ich weiß nicht, ob ich davon begeistert bin. Ach, und hier geht's auch hoch. I guess we're going. Sure. So, wir schauen uns einmal hier oben auf dem Dach um. Let's move. Normally, I would say this is a terrible attempt at monochrome art. Instead, it is simply a terrible attempt at camouflage. Na okay. Also erstmal denkt man, es ist moderne Kunst und dann stellt man fest, jemand hat da einfach nur ein bisschen rumgekritzelt. Hello there. Mit dem Pinsel. So, boss. Den Globus kann man öffnen. Als wunderschönes Kunstwerk ist er getarnt. Ist unter Afrika ein Passwortfeld verborgen. Es öffnet sich, als du auf Grand Chien drückst. Allerdings ist eine Verriegelung federlocker und sie könnte problemlos von jemandem mit irgendwas geöffnet werden. Frag mich nicht. Oh wow. Noch eine Tontafel. Ach, die andere haben wir irgendwo hingelegt, ne?
Er wird echt keinen Platz im Inventar haben. Ja, wir lassen die ganzen Sachen erstmal hier liegen. Wir müssen ja später nochmal vorbeikommen, ne? Wir können nicht alles mitschleppen, befürchte ich. Livewire hier! Führungsqualität, check. Okay. The Caesar shift? Colonel for show must not care who reads his mail. Eine Caesar-Verschlüsselung von der Beispiel im Buch daneben zu finden ist über den gallischen Krieg. Hier ist Caesar auf dem Entschlüsselungspapier anscheinend Gespräche von Corazon und König Fauché. Ah, cool. Dann haben wir hier wahrscheinlich bei der Verschwörung noch was. Einen Hinweis bekommen. Yes? I will lead. Okay, damit haben wir hier, denke ich, alles erledigt. Im Hauptquartier. Alright, alright. Wir können uns hier noch mal ein bisschen umschauen, aber ich glaube, da war nichts, ne? Take a deep breath. And release. Eine Machete, Schrott. Presently in attendance. Ach, jetzt ist er nämlich kaputt. Senfgas, okay. Cranberry wieder ein bisschen Granaten auffüllen. Molotow-Cocktails, ja, weiß ich nicht. Von denen bin ich ja nicht so begeistert. Die lassen wir vielleicht auch einfach hier. Hello. Oh, what an adorable little lock. Let me pick it. I insist. Ja, du hast kein Schlosserwerkzeug mehr. Das ist so ein bisschen unser Problem gerade. Wir haben zwei neue bestellt. There's some loot in here. Einige Gegenstände wurden zerstört. Ah, das ist blöd. Das wollen wir eigentlich nicht, ne? Na komm, wir machen den Scheiß jetzt auf. Dann müssen wir mal gucken, wo unsere Schlosserwerkzeuge rumliegen. Aber hier sind eh nur Granaten drin. So viele Granaten können wir echt gar nicht tragen. Benutzen wir wahrscheinlich auch nie. Very Hunger. Leute. There's some quality stuff in here. Hier wurde nämlich wirklich irgendwas zerstört, aber wir haben ja die Waffen, die wir brauchen. Einen Chip bräuchten wir halt eigentlich noch. Na, vielleicht wäre da einer drin gewesen sogar. Ready. Aber wenn wir hier halt wirklich alles kaputt machen, ist das natürlich nicht so praktisch. So, einmal außen rumlaufen vielleicht noch tatsächlich ums Vor. Was hatten wir hier aufgemacht? Achso, hier war so eine Nebentür. What? We're moving. So, hier liegt auch noch so ein Typ. Ich weiß gar nicht, was wir mit dem ganzen Schrott sollen. Verkaufen. Barry geben. So, waren wir überall? Hier waren wir drin. Waren wir hier oben drin? Ne, hier oben waren wir noch nicht drin.
Da hinten waren wir auch noch nicht. Outstanding! I can't be sure, but that might be something interesting. Wo denn? Right? Ach, wahrscheinlich hat er hier nur so ein Fass gefunden. Keine Ahnung. Fine. Ein hackbares Gerät. Das sieht mal einer an. Info erhalten. Zum Friedhof, zum Ackerland. Cool. Hello there. We're moving? We're moving. Ah, das Torpedoboot ist leider schon außerhalb der Karte. We got this. Order accepted. Sure. So, ich nenne es Wasserspringen unmöglich. Every journey begins with a single step. Ach, und die Radaranlage ist auch schon außerhalb der Karte? Nee, Quatsch. We will do. I wonder what this is. Fast. Understood. Wahrscheinlich explodiert's, wenn man drauf schießt. We move with certainty. Wo können wir hier hinlaufen? Da können wir hinlaufen. Okay, dann gucken wir uns aber erstmal hier zwischen den Kisten um. Wenigstens so ein bisschen. Take a deep breath. And release. So, da müssen wir echt mal Inventar sortieren, so ein bisschen. Hier könnte man theoretisch drauf entlang laufen. Achso, und dann kommt man hier zur Mauer und sprengt sich da durch, ne? We're moving. Wer hat denn den Steg hier so gebaut? Explosive device. Perhaps I dismantle. Wo denn? Oh shit. There is still a device here that requires my attention. Auf jeden Fall würde ich sagen, keiner bewegt sich. Ach, war hier ein. War hier? Ja, das Minenfeld ist da hinten. I will go presently. Okay, Barry, moving, as of this moment. Hatten wir jetzt einfach nur Glück, ja. Moving ne? Toward schon. Destination. I am in movement. Caution. There is a trap here. Aber wir hatten ja jetzt so richtig Glück. I will do. Yes. We have agreement. Okay, sieht gut aus. How can I assist? Du musst jetzt nämlich mal hier rüber gehen. Und dieses wunderschöne Minenfeld begutachten. Mary Unger. Hello. Okay, dieses Minenfeld hat scheinbar deutlich weniger Minen als das Flussufer da hinten.
dachte, die hätten hier diesen Durchgang vermint vielleicht. Ja, haben sie auch. I will go presently. Okay, cool, dann sind wir hier durch. Wir müssen da noch unter die Erde gehen irgendwie. Very under. Also wir müssen nicht, aber es wäre dumm, das nicht zu machen. Achso, aber vorher. MD war der einzige Schlaue, der hier einfach unten durchgelaufen ist. Vor gucken, da kümmern wir uns natürlich noch hier um das Inventar, ne? So, ihr bleibt hier. Das stapeln wir alles einmal. Was haben wir hier noch an unnützen Dingen? Molotow-Cocktails braucht kein Mensch. So viel Rauch braucht kein Mensch. Den füllen wir einfach wieder auf. Ja, drei Pröbchen haben wir. Hier ist noch mehr Rauch, der kann hier bleiben. Die Flashbangs können auch hier bleiben. Rohre, ja, keine Ahnung. Nehmen wir einfach mit. Wir brauchen auf keinen Fall so viele, ne? Wir brauchen ungefähr 5. Wenn es hochkommt. Und wir noch 5 coole Waffen finden. Tränengasgranate kann auch hier bleiben. Ja, sieht alles ganz gut aus. Bis auf die Tatsache, dass uns ein Dietrich fehlt. Das ist echt, echt blöd. Gut, aber Inventar gemanagt. Hier liegt noch ein bisschen Zeug rum, das wir einsammeln sollten. Wenn wir fertig... Achso. Wie viel Platz haben wir denn noch? Ach, im Moment sieht es ganz gut aus. Wir nehmen den Kram hier einfach mit. Na, das ist so weit weg von allem hier. Und dann müssen wir vielleicht mal mit dem Flussschiff nach Port Kakao fahren und dem Museum ein, zwei Dinge spenden. Ja, dann geht's beim nächsten Mal hier rüber. Erstmal müssen wir natürlich rausfinden, wo geht's hier unter der Erde entlang. Da ist ein Tunnel. Und wo kommen wir da wieder raus? Ach, hier oben. Da wollen wir gar nicht hin eigentlich. Ach doch, da ist auch ein solchen Ausbruch. Ah, okay. Ja, eigentlich wollen wir hier rüber, ne? Also dann wollen wir das unter der Erde vielleicht gar nicht erkunden. Sondern lieber darüber oder... Warum machen wir es denn, wenn wir schon mal hier sind? Tja, gute Frage. Sehr gute Frage. Also wenn es hier wirklich, ich weiß nicht, wie lange der Tunnel dauert, ne? Aber durch den Dschungel müssten wir halt einen Tag wandern. Weil das Geländer halt sehr schwer ist. Aber wenn wir da einen Tunnel haben, geht das ja vielleicht deutlich schneller. Dann müssten wir uns allerdings hier irgendwie, weil es hier keinen Hafen gibt, da durch den Tunnel graben. Ah, hier gibt es Straßen. Hier gibt es wahrscheinlich keinen, ne? Ja, das ist Terrain auch sehr schwer. Das hier ist ein Wasserfeld. Ja, dann könnten wir hier die Straße benutzen.
Schwierig. Weiß ich nicht. Entscheiden wir beim nächsten Mal. Ja, für heute war es. Ach, wir haben Infos darüber. Ja, vielleicht nehmen wir einfach den blöden Tunnel oder so. Ich weiß es nicht. Ja, wir gucken mal in die Notizen rein, ob wir jetzt zur Verschwörung was haben. Hier haben wir. Beweise. Geheime Korrespondenz zwischen Corazon Santiago und Colonel Fauchel. Sehr gut. Und dann, ja, wie gesagt, müssen wir mal gucken. Ich glaube, hier drüben bei Mofumus Mine. Das dürfte ich hier... Warte mal, wo ist Mofumus Mine? Das hier? Ja. Da haben wir Dietriche zu liegen und sowas. Da könnten wir Flay hinschicken. C'est parti. Auf dass er uns das Zeug irgendwie bringt. Haben wir hier auch irgendwelche Schätze versteckt, die da ins Museum könnten? Hier haben wir noch Granaten und auch so viel Zeug. I have arrived. Where does the hunt lead next? So, da soll er hin. Das reicht ja eigentlich, ne? Hier dürfte alles leer sein, genau. Hier oben, da haben wir noch eine Tontafel. Ja, dann machen wir vielleicht hier die Runde einfach. Und wenn wir dann noch nicht genug Proben haben, ne? Ich habe ja keine Ahnung, wie viele wir brauchen tatsächlich. Ob wir alle brauchen oder nicht. Ja, dann können wir immer noch hier rüberfahren eigentlich. Nach Fleetown und dann kannst du eigentlich auch hier bleiben. Ja gut, okay. Also, für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.